spendiert. Hier beim FCB eine neue Heimat gefunden, ist aber nur Nummer 2. Dieter Fox. Jetzt schauen wir, was sie bei Mensa hat. Gegen Götte. Schön, Assi Bey Mensa hat viel zu viel Platz. Assi Bey Mensa am Schluss. Nah an der Top 11 beim FCB. Also nicht im Aufbau. Alaïs Amé könnte abschießen. Schafft es nicht, Akritidis anzuspielen. Schafft es nicht. Aber Alaïs Amé verliert den Ball. Jetzt Heuschen. Bildausschnitt. Holdak mit dem Freistoß. Er ist gar nicht schlecht. Riesenchance für Assi Bey Mensa. Gute Flanke. Kurz geraten, aber Holdak mit der Linie. Holdak. Sehr gut. Zweiter Pfosten. Zögern hat. Jetzt Holdak und der macht. Ja! An die Schwachkante, da ist Akritidis. Akritidis! War nicht schlecht. Manndeckung im Strafraum der Bocholter. Freistoß kommt. Gut! Sojanovic schickt wieder an und er hat viel gebracht und da ist König! Aber auch ein Abwehrspieler, Dörfler, Holdak, wieder Dörfler, baut er sich mit links, nee, macht er nicht, Hirschberger! Der Freistoß von Holdak, der ist gar nicht schlecht! Mal wieder für seinen Kapitän, schickt den Ball in den 16er, der Start! Dörfler. Johannes Dörfler. Der doppelte Pass Dörfler. Und dann die Schusschance nach Ritter. Die Möglichkeit für euch. Ball. Hand. Ja, Handspiel. Aber Vorteil. Holdak. Akritidis, jetzt ein bisschen Platz im Zentrum. Isaac Akritidis, sieht da Euschen! Dörfler, das ist Handball jetzt. Dörfler für Holdak. Das war ein Döner. Barak, Abschluss. Es geht nur noch um Verschieben für Union. Hirschberger. Nikolas Hirschberger ist im Strafraum. Dörfler hinterläuft. Dörfler ist im Schlafraum. Dörfler! Kein Handspiel von König. Möglichkeit für Holdak und dann der Abschluss. Zu nehmen, das Spieldauer abgebaut. Anspiel von Dörfler angelegt, da kann der Ball, kann der Arm nicht sein. Ein Foul an zweiter Kette, aber da ist die Möglichkeit! Und los geht's. Ich gegen Kaltak. Schnell
Gentlemen. Kein Jahr beim FCB. Gegen Kaltag. Hirschberger. Ist Trevi gegen Batzler? Ja. Ist Trevi? Ja! Holder gegen Kaltag, die zweite. Den ersten Teil hatte Kaltag gewonnen. Wer gewinnt den zweiten? Ja! Gegen Marvin Leuch, das ist alles andere als einfach. Götte! Lausch gegen Kaltag. Zentraler Anlauf. Marvin Leuch. Tritt. 3-3. Der 120. Alay Sameh, der beste Torschütze in der Liga. Alay Sameh. Gegen Patzler. Ein von vier hält er. Hält er den? Bei Raktari! Ja! Ich glaube, das ist ein typisches Pokalspiel hier. Das ist eine Mannschaft, die unterklassig ist, sich auf das Verteidigen konzentriert hat und wir eigentlich unsere Möglichkeiten nicht konsequent ausgenutzt haben. Ja, ich glaube, da haben wir noch einen Elfmeter im Spiel, der berechtigt ist, den machst du nicht. Und wenn du deine Chance nicht machst und dann gehst du ins Elfmeterschießen und Elfmeterschießen ist manchmal auch so eine Lotterie und eine Glückssache, Nervensache und da haben wir heute leider den Kürzeren gezogen.